So, als nächstes kommt Lambert Leclésio, amtierender Welt- und Europameister. Da bin ich mal gespannt, was der so reißt. Ich musste letztens übrigens, das hat er nämlich für Frankreich gewonnen, ich musste letztens an dich denken, Lambert, weil ich hatte nämlich noch so eine Packung mauritianischen, was war das? Espresso-Pulver. Den hat mir meine Schwester mitgebracht aus Mauritius. Und denn eigentlich ist er nämlich gebürtiger Mauritianer. Trommelmusik. Rückwärts Handstand, Rotergang in den Stütz. Und dann wieder ist natürlich seine Kombination, die ihn ausmacht. Außenbodensprung. Übungskombination gefällt mir sehr gut. Doppelrolle außen. Das ist schon, ja, extrem guter Voltigierer und auf jeden Fall auch zu Recht, dass er da die letzten beiden Jahre gewonnen hat. Minute kommt mir allerdings sehr lange vor. Junge, du lässt hier ganz schön Zeit. Ah, lustiger Anschluss, ja untypisch für ihn. Wann wird es noch kommen? Ah, cool. Ja, super kühl, sehr cool, sehr weich. Ich finde überhaupt, der Voltigier jetzt so gut mit dem Pferd und so weich. Wie immer, aber von ihm eine grandiose, gute Kür. Hat so ein bisschen noch so ein bisschen mehr zur Musik gefehlt. Also da hätte ich noch so eine Nuance mehr von ihm erwartet. Aber natürlich sonst seine Stärken voll ausgespielt. Komme ich zur Bewertung von Lambert Leclésio. Die Ausführungen der Übungen waren astrein. Das Trikot- und Musikinterpretation hat mir gut gefallen. Allerdings weiß ich, dass er in seiner Choreo, da geht mehr. Dafür ziehe ich ihm auch ein bisschen was ab, weil da kann der mehr, das weiß ich. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen unschlüssig. Also mir hat das Trikot gefallen, die Musik fand ich sehr gut. Aber ich glaube, ich will noch mal eine Expertenmeinung. Sigi, was meinst denn du dazu? Ah, okay, ja, da könntest du recht haben, der Abgang, ja, der Abgang am Ende, doch, der war sehr schön, ja. Gehe ich mal von 8,0 auf 8,5. 8,5. Das Konzept vom Lambert hat mir sehr gut gefallen, sehr stimmig, in Choreografie zusammen mit der Musik und dem Outfit. Turnerisch fand ich ihn auch sehr stark. Allerdings muss ich sagen, 3 bis 4 Sekunden über der Zeit kann mal passieren. 12 Sekunden kann auch mal passieren. Das darf aber nicht passieren. Aufgrund dessen gebe ich ihm 9,5 Punkte. Ich muss sagen, die Vorspeise, der Anfang hat mir da ziemlich gut gefallen. Es waren so ein paar Übungen, die man sonst noch nicht so gesehen hat, gut verbunden. Im Hauptgericht und im Dessert, das hätte noch so ein bisschen besser aufeinander abgestimmt werden können. Ich fand nach dem mittleren Gang, der lag sehr schwer, war echt super gekocht. Dann kam aber das Dessert, das war dann echt extrem süß. Also da war der Unterschied, war mir dann ein bisschen zu groß. Aber ansonsten war natürlich seine Highlight-Übung abgerufen. In der Mitte war eine kleine Unsauberheit, das muss ich ihm leider abziehen. Konnte auch nicht so richtig was für. Aber so ist das Leben nun mal. Insgesamt hat mir die Performance aber schon sehr gut gefallen. Insofern gibt es hier von mir 9 Punkte. Der Lambert kriegt von mir auf diese Kür 9,5 Punkte. Sie war sehr, sehr cool, sehr sauber, sehr kreativ, super Musikwahl, hat alles super für mich zusammengepasst. Und ja, da gibt es also ein paar ganz Kleinigkeiten, nichts auszusetzen. Und er ist für mich eh einer der besten Voltigiere und ja, was kann ich mehr geben als 9,5 diese super Kür?